Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kopp und unser Thema heute Verbena bonariensis, das patagonische Eisenkraut, auch das argentinische Eisenkraut genannt. Bonariensis, das heißt gute Luft, und das ist das gleiche Wort wie Buenos Aires. Auch das heißt gute Luft, und daher ist die Herkunft klar. Sie stammt, dass diese Pflanze, das patagonische Eisenkraut, stammt aus Südamerika. Es wird aber vielfach verwechselt mit dem einheimischen Eisenkraut, der Verbena officinalis, die auch Heilkräfte hat, Husten, Verdauungsschwäche. Fast überall wurde das Eisenkraut angewendet. Das ist hier weniger der Fall. Ich habe in der Literatur gesucht, für was das argentinische Eisenkraut gut wäre, und habe nichts gefunden. Trotzdem ist hier das argentinische Eisenkraut, die Verbena bonariensis, in einen Officinalis-Garten, in einen Apothekergarten reingepflanzt worden, im Parco Sigurta in Italien. Aber es ist ein spektakuläres Kraut, hochstänglig, fast ohne Blätter, halb durchsichtig, mit diesen wunderschönen Blüten, die von Juni bis Oktober blühen. Ist diese Pflanze winterhart? Nein, nicht ganz bei uns. Sollte also im Frühjahr gepflanzt werden, dann kann man sie im Sommer bis Herbst genießen. Wenn sie dann an milden Orten überwintert, dann meistens über die Samen, die runterfallen und genau am gleichen Ort wieder keimen. Genießen Sie diese Blüte, die Sie dann vom Juni bis Oktober haben werden, wenn Sie diese Verbene, die argentinische Verbene, pflanzen. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu Gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.